Hallo ihr Lieben, ja, mein Video hat gestern in der Gruppe und auch ein bisschen bei YouTube doch ziemlich kontroverse Diskussionen entfacht. Ja, also ich muss halt einfach immer wieder ehrlich sagen, so wenn ich so mein Leben rückwirkend betrachte, also ich habe ja auch sehr, sehr viel mitgemacht in meinem Leben, aber mir hat es einfach in der Regel nicht viel genutzt, wenn ich permanent in der Schuldzuschreibung bleibe. Und es hat nichts damit zu tun, dass eure Eltern wirklich euch sehr, sehr wehgetan haben, dass euch gefehlt hat an frühkindlicher Zuwendung, an Spiegelung, an Resonanz, dass eure Bedürfnisse nicht gesehen worden sind, vielleicht auch noch viel Schlimmeres wie Gewalt, Missbrauch, dass da ganz, ganz viel Schreckliches passiert ist. Das stelle ich überhaupt nicht in Frage und das geht es mir auch nicht. Nur ist es halt irgendwann der Punkt da, wo man die Möglichkeit hat, diese Traumen loszulassen und in eine gewisse innere Aussöhnung zu kommen und in sein eigenes Potenzial wiederzukommen. Dass das nicht einfach ist, das habe ich nie behauptet. Das dauert auch. Die Mutter ist einfach die erste, wichtigste Bezugsperson in unserem Leben. Und die Liebe von der Mutter, das zu akzeptieren, dass die unwiederbringlich verloren ist, also auf die Art und Weise, wie wir es uns gewünscht hätten als Kind, das tut verdammt weh. Und es steht wirklich jedem frei, sich zu distanzieren, den Kontakt abzubrechen, auch wenn die Eltern gehen von dieser Welt. Wir müssen nicht zur Verfügung stehen. Das verlangt kein Mensch von euch, wenn es so schlimm war. Und das sage ich ja in vielen Videos auch. Nur trotz allem, dieses Trauma, dieser ganze Rattenschwanz, was diese frühkindliche Traumatisierung nach sich zieht, von Mama Beziehungsunfähigkeit, die Unfähigkeit bei vielen in die Zukunft zu planen, zu denken, weil man ja eben über Überlebensmodus bleibt und eigentlich nur so guckt, wie kriege ich die nächsten Tage vielleicht so rum, kenne ich von mir auch sehr, sehr gut. Es ist trotzdem wichtig, das aufzuarbeiten, weil ihr nehmt euch so viel weg von eurer Lebenskraft, von eurer Lebendigkeit, von eurer Freude. Und das ist einfach so das Anliegen, warum ich einfach auch dieses Wort Demut in den Raum gebracht habe, weil wir wissen es nicht, wir können nicht beurteilen, wie wären wir geworden. Gerade meine Generation oder ältere Generation hat ja noch die Kriegstraumen miterlebt oder tragen sie in sich. Wie hätten wir da reagiert, wenn wir Missbrauch, Vergewaltigung, Hunger, Leid, Sterben von nahen Angehörigen, Verwandten, Freunden erlebt hätten? Also gerade bei den Männern, die im Krieg waren, die so schwer traumatisiert heimgekommen sind, können wir sicher sagen, dass wir trotzdem wieder unsere Liebesfähigkeit, unser Vertrauen in die Welt gefunden hätten. Wie schwer fällt es uns jetzt schon, auch in der Generation, wo wir keinen Krieg erlebt haben, unsere frühkindlichen Traumen zu verarbeiten? Wie schlimm muss das dann damals gewesen sein? Und das ist für mich einfach so, was ich mit dem Wort Demut auch meine, ist einfach mal zu sagen, okay, ich kann das alles nicht überblicken, ich weiß es nicht, wie ich reagiert hätte in der Situation. Und dann weiß ich halt auch von mir selber, ich bin auch nicht perfekt. Ich habe ja auch zwei Söhne, ich war auch nicht perfekt aufgrund meiner Traumatisierung durch meine Mutter, durch meinen Vater, wie auch immer, durch die Familiengeschichte. Ich war auch nicht perfekt, ich habe auch viel Fehler gemacht. Der Ansatz ist einfach zu gucken, bewusst zu werden und die Dinge dann zu verändern. Und einfach auch einen Maßstab zu haben, quasi, wo will ich hin, was ist mein Ziel, welche Werte möchte ich für mich in meinem Leben erarbeiten. Und das ist mir einfach ganz, ganz wichtig. Und das war für mich einfach der Prozess meiner Heilung. Und ja, der dauert. Also das geht nicht von heute auf morgen, das sage ich auch immer wieder. Aber dass man einfach so dieses Ziel setzt, dass ich sage, bei mir war es halt einfach so, ich wollte mich mit meiner Geschichte aussöhnen. Ich mache ja auch viel Astrologie und ich weiß von der Seite her auch ganz, ganz viel. Ich habe da auch eine sehr spirituelle Lebenseinstellung, dass ich mir denke, es passiert nichts von ungefähr. Gestern ist auch das Wort Karma ein bisschen in einem Kommentar gewesen. Wenn wir davon ausgehen,
dann seien wir doch einfach ein bisschen erstens mal gnädig mit uns selber und auch gnädig mit unserer Vergangenheit, weil die können wir sowieso nicht ändern. Wir können unsere Eltern nicht ändern. Und wenn es schrecklich und schlimm war, dann distanziert euch. Ihr müsst auch nicht verzeihen, das sage ich auch immer wieder. Man kann es verstehen, aber ihr müsst nicht verzeihen. Ihr müsst euch auch nicht mit der Mutter aussöhnen. Und das geht es mir überhaupt nicht. Es geht wirklich darum, dass ihr in euch den Frieden findet und in eure Kraft wiederfindet, indem ihr diese Traumen aufarbeitet. Und da reicht halt oft nicht nur das kognitive Verstehen, sondern geht viel über die Empfindungsebene. Und dass damit ihr euren Platz in der Welt einnehmt und erkennt, ja, diese Geschichte hat mich zu dem gemacht, die ich jetzt bin. Das sind auch viele Ressourcen, die ich entwickelt habe und viel Kraft, die ich entwickelt habe. Manches kann ich wunderbar nutzen in meinem neuen Leben. Manches darf ich ein bisschen runterschrauben. Meine Glaubenssätze, die ich übernommen habe von den Eltern, von der Erziehung, die darf ich einfach loslassen und weggeben sozusagen oder zurückgeben an den Absender, Return to Sender sozusagen. Aber es geht doch um euch selber, um euer Leben. Und es ist so viel Kraft gebunden in diesem Hass und in dieser Verzweiflung und in dieser ewig noch, die Eltern müssen sich ändern und ich kann mich nur aussöhnen oder verzeihen, wenn die was einsehen. Es geht doch um euch selber. Es geht doch um euer Empfinden. Es geht nicht ums Verzeihen, aber es geht einfach ums Verstehen und es geht um eure eigene innere Aussöhnung. Warum habt ihr die Geschichte gehabt? Was habt ihr daraus gelernt? Und einfach in Demut mal auf das große Ganze auch zu gucken, weil wir wissen nicht, wie wären wir geworden, hätte man dieses Schicksal der Eltern gelebt. Und nicht jeder Mensch hat auch die gleiche Resilienz. Nicht jeder Mensch hat die gleiche Kampfesgeist. Jeder Mensch ist anders und jeder Mensch darf auch anders sein. Und auch wenn die Eltern hochgradig pathologische Narzissten sind, dann sind sie meiner Sicht nach krank. Dass die nicht in eine therapeutische Behandlung gehen, das ist in der Regel ja auch klar, weil die sind ja grandios und die wollen sich ja auch nicht ändern. Aber es ist doch denen ihr Leben. Aber wir sind jetzt erwachsen, wir dürfen doch aus unserem Leben schöpfen und wachsen und gedeihen und diese alten Themen loslassen, damit wir in unsere Kraft kommen und unseren Platz einnehmen. Also wirklich uns unsere Krone aufsetzen, die Königin oder der König in unserem eigenen Reich werden. Und die Eltern sind halt die Königinnen oder Könige in ihrem Reich. Und das hat auch nicht mit mehr Wert oder der eine schlechter, der andere ist besser oder sowas zu tun, weil das macht keinen Sinn auf die Dauer. Da kommt ihr einfach nicht weiter. Es ist wichtig zu verstehen, die Zusammenhänge zu verstehen und die Geschichte auch zu verstehen und was wie auch durch was entstanden ist. Und ich möchte euch nicht in Abrede stellen, dass ihr eine schreckliche Kindheit gehabt habt, aber man kann doch daraus weiter wachsen. Und aus dieser Ressource, die ihr durch durch diese Kindheit gebildet habt, nehmt doch diese Kraft und setzt sie jetzt für euer Leben ein. Und lasst eure Eltern Eltern sein. Da wird man nichts mehr bekommen, man wird nichts mehr kriegen, man wird keine Anerkennung bekommen, die wir uns so sehr wünschen. Gebt sie euch doch zuerst mal selber. Geht in eure Würde, in eure Wertschätzung und lebt euer Leben. Und irgendwann ist halt der Weg einfach dann, dass man es dann, wenn man wirklich bei sich selber wieder angekommen ist und auch weiß, wer man ist und was man möchte, was die Bedürfnisse sind, dass man eine Selbstregulation hat, dass man sich organisieren kann im Leben, dass man sich orientieren kann, dass man wieder eine Zukunftsplanung hat. Weil ja die Traumen bewältigt sind und man wirklich nicht nur in dem Überlebensmodus in der Strategie bleiben muss, dann kann man doch das Leben sehen in aller Freiheit und Leichtigkeit und Weite und Expansion. Und das ist einfach ein wunderschönes Gefühl und das wünsche ich euch aus ganzem Herzen. Und darum ist halt für mich so dieses ewige nur schauen, was haben die Eltern gemacht und was ist daraus entstanden. Ja, das ist wichtig für den Zeitrahmen, aber dann weiterzugehen und euch aussöhnen mit eurer eigenen Vergangenheit und sagen, okay, es war so, ich kann es nicht mehr ändern, ich mache für mich das Beste raus, ich nehme die Ressourcen und die Kräfte, nehme ich gern mit in mein neues Leben.
ich habe dadurch ja auch viel gelernt und natürlich sind viele Jahre im Ansatz vielleicht verloren gewesen. Vielleicht wäre das Leben anders gelaufen, aber es bringt euch doch jetzt nicht mehr zurückzuschauen. Auch ich habe viele Fehler gemacht aufgrund meiner Traumatisierung und aufgrund meiner extremen Verbindung mit meiner Mutter oder teilweise dieser extremen Symbiose, die lange Zeit noch war, weil ich mich halt einfach unterworfen habe und eingefügt habe. Aber ja, es ist, wie es ist, ich kann es jetzt nicht mehr ändern, aber ich werde doch jetzt nicht die letzten Jahrzehnte meines Lebens damit vergeuden, zu sagen, die war da schuld und die war da schuld und da war sie schuld, wenn sie vielleicht auch objektiv da die Ursache gesetzt hat, aber ich kann doch darüber hinauswachsen. Und das ist das Wunderbare und das möchte ich euch mitgeben. Und ich will da niemanden in Abrede stellen, dass er eine schreckliche Kindheit gehabt hat. Und wenn er sagt, er will, wenn die Eltern sterben, nicht dabei sein, das ist die freie Entscheidung. Das kann jeder selber für sich entscheiden. Da zwinge ich ja niemanden dazu. Aber es geht um euren eigenen inneren Frieden. Und wir wünschen uns alle doch Frieden auch in der Welt. Und du musst der Frieden in uns selber anfangen. In der Wertschätzung von der eigenen Würde. Und auch die anderen stehen lassen in ihrem Lebensprozess. Ich kann doch sagen, okay, das und das ist vielleicht gut am anderen, aber das oder das mag ich nicht. Deswegen stelle ich noch den anderen Menschen nicht komplett in Frage oder spreche ihm irgendwo ein Seelenwesen ab oder wie auch immer. Das ist halt einfach meine Gedankenwelt, die ich habe. Und dass es ein Prozess ist und dass der dauert, weiß ich aus eigener Erfahrung, das dauert lange. Und vielleicht muss man da auch mal ein bestimmtes Alter erreichen, um das auch anders zu sehen. Aber bleib bitte nicht stecken, immer in diesem Ding, was haben die bösen Narzissten gemacht, was haben sie da wieder gemacht, was hat da die Mutter wieder gesagt, was hat der Vater da wieder gesagt. Es sind kranke Menschen und seht sie als solche, die bestimmt auch gute Anteile noch in sich haben, aber halt der krankhafte Anteil überwiegt. Wie ein Krebsgeschwür, wo halt irgendwann den ganzen Körper in Anspruch genommen hat. Und da kann man auch nicht am Todesbett dann verlangen, dass sich der vielleicht von einem Moment auf den anderen ändert, aber es gibt Narzissten, die dann doch noch viel erkennen und wo sich im Moment des Todes auch noch ganz, ganz viel verändert. Und da einfach aus einem Abstand heraus, weil ihr euch gefunden habt, weil ihr wisst, wer ihr seid, weil ihr eure Traume bewältigt habt, weil ihr bei euch wieder angekommen seid, euch regulieren könnt von den Emotionen, Bewusstheit darüber habt, was bin ich da und da und da, aber auch bewusst ist über eure eigenen Fehler und der eigenen Unperfektion. Wir sind alles Menschen, wir sind alle nicht perfekt. Und das ist doch das Wunderbare und Lebendige. Und dann wird man gnädiger erstens mal sich selber gegenüber, kann dann aber auch gnädiger werden anderen Menschen gegenüber, was nicht heißt, dass ich mich mit Menschen, die mir bewusst schaden, weiter im Kontakt bleibe. Das verlange ich in keinster Art und Weise. Also das geht es mir überhaupt nicht. Die dürft da auch Nein sagen und sagen, mit dem Menschen möchte ich keinen Kontakt mehr haben, weil der hat mich zu sehr verletzt. Das ist euer freier Wille und eure Entscheidungsfähigkeit. Aber trotzdem ist dieser Mensch nicht böse oder toxisch oder diese ganzen Begriffe, was ich mag. Natürlich haben sie euch geschadet, aber ihr kommt da nicht weiter, wenn ihr nur immer drum kreist, was haben die da und da und da gemacht. Kümmert euch um eure Wunden. Kümmert euch wirklich um eure Bedürfnisse, um eure Gefühle, um die Empfindungen. Nehmt euren Körper mit. Was steckt da drinnen? Was ist abgespeichert? Wo ist die tiefe Wut noch vergraben? Dass ihr wieder in die Lebendigkeit kommt, dass ihr euch regulieren könnt, dass ihr wirklich wisst, wer seid ihr? Was möchtet ihr im Leben auch noch für euch erreichen? Was ist euer Ziel? Also in diesem Sinne, ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Habt den Mut, zu euch selber zu finden, auf die Reise zu gehen. Es ist ein wunderbarer Prozess. Ich biete auch die Gruppen an, wo dieser Austausch immer ein ganz wertvolles Moment auch ist und wo wir auch an den Themen nochmal drüber reden und daran arbeiten. Oder wenn ihr eine Einzelberatung wollt bei mir, meldet euch. Ich weiß, ich habe für mich erfahren, wie man durchkommt und ich weiß, welches wunderbare Geschenk dann letztendlich auf uns wartet, wenn man uns gefunden hat, weil wir werden gnädiger mit uns, wir werden gnädiger mit der Welt, wir werden aber liebevoller, wir werden behutsamer, wir werden empathischer auf einer gesunden Art und Weise und das ist einfach ein wunderbares Geschenk und das wünsche ich euch aus ganzem Herzen. Alles Liebe, eure Beate. Tschüss!